Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Patienten, willkommen zu unserer Veranstaltung im Rahmen der Reihe Medizinischer Dienstag. Mein Name ist Philipp Philipp, ich bin Oberarzt an der Augenklinik des Werner-Vossmann-Krankenhauses und werde Ihnen heute ein bisschen über zwei Volkskrankheiten in der Augenheilkunde berichten, und zwar über den grauen und den grünen Star. Der graue Star ist wahrscheinlich neben der Bindehautentzündung die bekannteste Augenerkrankung überhaupt und bezeichnet einen Zustand der Linsentrübung. Ein anderer Name für den grauen Star ist die Katarakt. Katarakt kommt vom Griechischen, vom Altgriechischen, und bedeutet so viel wie Wasserfall. Das ist das, was die alten Ärzte damals in den Augen ihrer Patienten gesehen haben. Diese gräuliche Trübung, die einem schaumenden Wasser ähnelt. So haben es auch die Ärzte im Mittelalter später auch beschrieben, der graue Star, dass die Augen gräulich werden. Der graue Star an sich ist allerdings keine einzige Krankheit, sondern kann durch verschiedene, vielfältige Ursachen bedingt sein. Damit man versteht, was der graue Star bedeutet, ist es hilfreich, sich einmal das Auge vorzustellen und zu erfahren, wo genau die Linse im Auge liegt und was ihre Funktion ist. Die Linse befindet sich im menschlichen Auge hinter der Hornhaut und vor der Netzhaut. Die Linse sammelt die Lichtstrahlen, die ins Auge einfallen, und konzentriert sie auf die Stelle schärfsten Sehens. Diese Linse befindet sich in einem Linsensack, in einer Linsenkapsel, die aufgehängt ist in einem Aufhängeapparat hinter der Iris. Also, wenn man aufs Auge guckt, durch die Pupille sieht man einen kleinen Ausschnitt dieser Linse. Diese Linse wird im Laufe des Lebens immer trüber. Das ist ein normaler Alterungsprozess, so wie auch das Erscheinen von grauen Haaren ein normaler Alterungsprozess ist. Bei jungen Menschen ist die Linse ganz, ganz klar. Im Laufe des Lebens bekommt sie eine gelblich-rötliche Tönung, und je älter man wird, desto deutlicher, desto trüber wird diese Linse, desto deutlicher wird die Tönung. Das führt dazu, dass die Leute verschwommener sehen. Das linke Bild zeigt ein jugendliches Auge, wie das Auge alles scharf und deutlich wahrnehmen würde. Durch eine Linsentrübung würden die Linien unscharf, das Bild wird undeutlicher und der Kontrast der Farben wird schwächer und milchiger. Um den grauen Star zu behandeln, muss man die Linse austauschen. Es gibt nur eine operative, chirurgische Möglichkeit, den grauen Star zu behandeln. Es gibt leider bis jetzt keine andere Therapie, keine Tropfen, keine anderen Medikamente, die helfen. Der graue Star tritt im Alter auf bei vielen Menschen. Allerdings gibt es andere Erkrankungen, die die Erscheinung, die das Auftreten des grauen Stars begünstigen. Diabetes könnte eine Rolle spielen. Einnahme von Medikamenten wie Cortison kann eine Rolle spielen. Es ist bekannt, dass Rauchen und Exposition auf UV-Strahlung, wie zum Beispiel Arbeit, viele lange Stunden in der Sonne oder in großer Höhe, wie bei Piloten, den grauen Star begünstigen kann. Es ist auch möglich, dass die Genetik eine Rolle spielt, sodass auch bei Kindern und sogar Früh- oder Neugeborenen der graue Star schon bei Geburt festzustellen ist. Wenn man den grauen Star operiert und die trübe, natürliche Linse vom Auge entfernt, muss man sie durch irgendwas ersetzen, damit wieder ein scharfes Bild auf die Netzhaut projiziert wird. Dazu existieren heutzutage eine Vielfalt von Kunstlinsen, die eingesetzt werden können. Die werden normalerweise in die gleiche Stelle eingesetzt, auf die gleiche Position, von der die natürliche Linse entfernt wird. Und zwar hier im Linsenkapselsack. Man soll sich das so vorstellen, dass der Inhalt dieses Kapselsackes entfernt wird und die Kunstlinse hier drin nach der Operation liegt. Dieses Bild zeigt eine künstliche Linse auf einem Finger, sodass man grob
eine Vorstellung von der Größe dieser Implantate bekommt. Die normale Kataraktoperation ist sehr gut ambulant durchzuführen, sodass der Patient oder Patientin am gleichen Tag auch nach Hause kann und auch in örtlicher Betäubung möglich ist. Jetzt kommen wir zum zweiten Thema des heutigen Vortrages, und zwar der grüne Star. Viele Leute haben vom grünen Star schon was gehört, aber wenige können sich was Genaues darunter vorstellen, und das ist aus gutem Grunde so. Der grüne Star ist keine einzelne Erkrankung, sondern es beschreibt eine Vielfalt von verschiedenen Krankheiten, die in ihrer Gesamtheit zu einer Verschlechterung des Gesichtsfeldes, zu einer Schädigung des Sehnervs und letzten Endes leider auch zur Erblindung führen können. Was dem grünen Star zugrunde liegt, ist heute noch nicht hundertprozentig bekannt. Was wir wissen, ist, dass eine Sehnervenschädigung entsteht, und die hat häufig mit einem zu hohen Augendruck zu tun. Es ist bekannt, dass auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Nach wie vor ist es aber so, dass der Augendruck die einzige Variable ist, die wir als Ärzte zuverlässig beeinflussen können. Aber was ist denn der Augendruck überhaupt? Dazu werde ich mir wieder dieses Bild vornehmen und im Augenschema zeigen, warum das Auge einen Druck aufbaut, wo dieser Druck entsteht und was das bedeutet. Das Auge braucht einen gewissen Druck, um die Form zu behalten, die es haben soll, um ein scharfes Bild herzustellen. Der normale Augendruck bei den meisten Menschen liegt irgendwo zwischen 10 und 21 mm Hg. Das sind statistische Mittelwerte. Das Auge stellt die ganze Zeit Flüssigkeit her und pumpt sich sozusagen selbst auf. Diese Flüssigkeit wird im Ziliarkörper abgesondert, fließt um die Linse herum nach vorne durch die Pupille und fließt im Kammerwinkel, im Schlemmschen Kanal wieder ab. Das ist ein kontinuierlicher Kreislauf, da wird immer Flüssigkeit hergestellt, Flüssigkeit fließt ab. Wenn das Gleichgewicht dieses Kreislaufes gestört ist, kann es dazu kommen, dass der Augendruck zu hoch wird. Wann der Augendruck zu hoch ist, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Bei manchen Menschen ist ein Augendruck von 25 oder 26 völlig unbedenklich. Bei anderen, die vielleicht eine Vorschädigung des Sehnervs haben oder andere Augenerkrankungen oder einen fortgeschrittenen grünen Star, kann es sein, dass selbst ein Augendruck von 15 viel zu hoch ist und behandelt werden muss. Wie behandelt man den Augendruck? Häufig ist es so, dass man als erstes Augentropfen verschreibt. Es ist auch möglich, eine Laserbehandlung durchzuführen und so den Augendruck zu senken. Ich werde im Rahmen dieses Vortrages allerdings nicht auf diese Therapiemöglichkeiten eingehen, sondern auf die Möglichkeit, den Augendruck durch operative Eingriffe zu senken. Man würde sich zu einer Operation entschließen, in der Regel erst, wenn eine konservative Therapie mit Augentropfen nicht wirksam oder nicht möglich ist. Es ist manchmal so, dass Menschen nicht in der Lage sind, zeitlebens jeden Tag mehrmals Augentropfen selbst einzunehmen. Dann muss man sich überlegen, ob eine Operation nicht die bessere Erfolgschance verspricht, um längerfristig den Augendruck zu senken und somit die Sehkraft und das Gesichtsfeld zu erhalten. Das Typische bei der Glaukomerkrankung ist, dass man häufig sehr spät etwas davon merkt. Das Sehen bleibt häufig lange unbeeinträchtigt. Was beeinträchtigt wird, ist das Gesichtsfeld. Die Umrisse werden nicht mehr wahrgenommen. Allerdings besitzt unser Gehirn die Eigenschaft, das zu überspielen, sodass die Leute es ganz, ganz spät im Krankheitsverlauf erst merken, dass ihnen ein Teil des Gesichtsfeldes fehlt. Besonders wenn das untere Gesichtsfeld betroffen ist,
kann es passieren, dass Leute plötzlich irgendwo stolpern, hängen bleiben mit den Füßen und nicht wissen warum. Und erst dann, in diesem späten Stadium, wird die Glaukomerkrankung dann entdeckt. Hier nochmal ein größeres Bild vom Kreislauf des Kammerwassers, das im Ziliarkörper hergestellt wird, um die Linse herumfließt und dann im Schlemmischen Kanal abfließt. Eine seit Jahrzehnten etablierte Operation zur Senkung des Augeninnendruckes ist die Trabekulektomie. Die wird auch bei uns in Eberswalde mit Erfolg durchgeführt. Bei der Trabekulektomie wird ein zusätzlicher Abfluss weg des Kammerwassers aus dem Auge heraus hergestellt. Seit mehreren Jahren gibt es auch die Option minimalinvasiver glaukomchirurgischer Verfahren, also Operationen, die sehr wenig belastend für das Auge sind und häufig auch in örtlicher Betäubung durchzuführen sind. Ein solcher Eingriff ist die Implantation von einem Stent, ein sogenannter Eye Stent. Da sind kleine Implantate und das sieht man auch in diesem Bild auf dem Hintergrund eines Fingers projiziert. Diese Implantate werden im Kammerwinkel des Auges eingesetzt und erhöhen somit den Abfluss des Kammerwassers. Der Einsatz von Eye Stents ist bei uns auch mit der Durchführung einer Operation des grauen Stars zu kombinieren und kann in örtlicher Betäubung erfolgen. Mit dieser kurzen Vorstellung von Eingriffen bei grünem und grauem Star endet meine Präsentation für heute. Das sind bei weitem nicht alle Eingriffe, die wir durchführen, und wir haben sehr viele weitere Möglichkeiten, nur das würde wahrscheinlich den Rahmen dieses kurzen Vortrages sprengen. Unsere Augenklinik in Eberswalde besteht aus einem kleinen, aber sehr motivierten und gut ausgebildeten Ärzteteam. Dreifach Ärzte und Ärztinnen und 5 Assistenzärzte und Assistenzärztinnen. Sowie eine sowohl fachlich als auch apparativ sehr gut ausgestatteten Funktionsdiagnostik, die das gesamte Spektrum der Augenheilkunde abdeckt. Bei uns werden Sie freundliche Mitarbeiter der Ambulanz, der Station und der Funktionsdiagnostik jederzeit begrüßen, wenn Sie ein Problem mit Ihren Augen haben. Wir freuen uns, Sie bei uns in unserer Klinik und unserem medizinischen Versorgungszentrum als Patient begrüßen zu dürfen.